Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zur Division an. Die Division 24,9075 geteilt durch 12,3. Wir lösen diese Aufgabe mit Hilfe der Kommaverschiebung. Das bedeutet, wir machen hinten den Divisor, die hintere Zahl 12,3, kommafrei. Die vordere Zahl kann weiter ein Komma haben, die muss nicht kommafrei gemacht werden. 12,3 kommafrei gemacht bedeutet, wir nehmen das Komma und schieben es um eine Stelle nach rechts, dann ist es nicht mehr da. Dann heißt die Zahl nicht mehr 12,3, sondern 123. Okay? Wenn wir hinten beim Divisor das Komma um eine Stelle verschieben, müssen wir das beim Dividenden auch machen. Das heißt, wir nehmen das Komma bei 24,90 und schieben es hinter den Neuner. Nicht ganz weglassen, sondern immer nur um die gleiche Anzahl der Kommastellen verschieben. Dann ändert sich das Ergebnis nicht. Der Wert des Quotienten bleibt gleich, sagt man auch im Fachausdruck. Wir merken uns, wir verschieben das Komma bei beiden Zahlen, bei Dividend und bei Divisor, um die gleiche Anzahl von Stellen. So, dass hinten kein Komma mehr steht. Und wir haben eine neue Division zur Berechnung. Sie lautet nun 249,075 geteilt durch 123. Das wäre jetzt unsere Division, die wir jetzt lösen wollen. Bevor wir das machen, überlegen wir uns aber trotzdem noch bitte den Überschlag. Überschlag deswegen, um das Ergebnis ein wenig abschätzen zu können und auch die Kommastellen abschätzen zu können. Beim Überschlag ist es wichtig, wie du den Überschlag berechnest, wie rundest du richtig. Ja? Man überlegt sich, welche Zahlen harmonieren gut miteinander. Wir haben hier vorne stehen 249,0. Wir würden logischerweise auf 250 runden. Das ist ganz klar. Das machen wir auch in diesem Fall. Wir nehmen 250 für den Dividenden an. Müssen uns aber überlegen, wie wir den Divisor runden, dass wir gleich ein geschicktes Ergebnis haben. Hier steht 123. Na, da fällt uns auf, wenn wir 123 aufrunden auf 125, nicht auf 130 und auch nicht abrunden auf 120, sondern auf 125, dass 125 genau die Hälfte von 250 ist. Und man versucht beim Überschlag immer Zahlen zu nehmen, die gut miteinander harmonieren, die gut zusammenpassen. Also dividieren wir hier in diesem Fall durch 125, weil wir das gleich im Kopf ausrechnen können direkt. 250 geteilt durch 125 ist gleich 2. Und der Überschlag ist schon fertig. Okay, also immer sinnvolle Zahlen nehmen, Zahlen überlegen, die gut zusammenpassen. Und nicht hier, na, ich muss 120 nehmen und habe dann vorne 250. Da tut man schwer beim Überschlag. Okay, los geht's. Wir dividieren durch 123. Wir überlegen uns 123. Passt das erste Mal in welche Zahl hinein? Natürlich in 249, deswegen können wir es auch drüber schreiben. 123, okay? Wir bestimmen den Stellenwert vom Ergebnis. Den Stellenwert bestimmen wir immer gleich bei allen Divisionen. Immer über die Einerstelle vom Divisor. Die eine Stelle vom Divisor, die eine Stelle von der hinteren Zahl, die eine Stelle ist der Dreier. Wo steht der Dreier? Der Dreier steht über der einer Stelle vom Dividenden oder er steht eine Stelle vor dem Komma. Somit hat unser Ergebnis auch
eine Stelle vor dem Komma oder anders gesagt, sie beginnt bei der einer Stelle. Fertig. Sind wir mit der Überlegung von dem Stellenwert. Ja? Immer, wo ist die eine Stelle vom Divisor? Los geht die Division. 123 passt in 249. Kann man gut abschätzen. Auch mit dem Überschlag geht sich natürlich zweimal aus. Und wir rechnen schon wieder zurück. 2 mal 3 ergibt 6. 6 und wie viel ist 9? Und 3 ist 9. 2 mal 2 ist 4. Und wie viel ist 4? Und 0 ist 4. 2 mal 1 ist 2. Und wie viel ist 2? Und 0 ist 2. Nächste Stelle 0 herab. Wir haben unsere Kommastelle jetzt schon, aber wir wissen, wenn wir hier bei der Division hinter die Kommastelle rutschen, müssen wir hinten ein Komma setzen. Zweite Überprüfung, das heißt, unsere Stellenwertbestimmung war vollkommen richtig gesetzt. Okay? 123 passt in 30 wie oft hinein? Gar nicht. Also 0 mal, wir rechnen trotzdem zurück. 0 mal 3 ist 0 und 0 ist 0. 0 mal 2 ist 0 und 3 ist 3. Und 0 mal 1 ist 0 und 0 ist 0. Haben wir natürlich wieder 30 hier stehen, war klar, hätten wir einfach abschreiben auch können. Okay? Oder anders gesagt, geht 0 mal und bleibt 30 Rest, die Zahl von vorhin. Wie du das sagst, wie du das anschreibst, ist dir überlassen. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Mit der nächsten Stelle. Nächste Stelle 7 herabgeschrieben und wir beginnen wieder von vorne. 123 passt in 307 wie oft hinein? Das geht sich auch zweimal aus. Dreimal wäre zu viel. Zweimal. Wir rechnen zurück. 2 mal 3 ist 6 und 1 ist 7. 2 mal 2 ist 4. 4, 4 und 6 ist 10 und 1 bleibt uns. Okay? 2 mal 1 ist 2 und 1 ist 3 und 0 ist 3. Nächste Stelle schreiben wir 5 herab und wir überlegen wieder. 123 passt in 615 hinein. Naja, 100, 600 würden wir meinen, geht sich 6 mal aus. Wir erkennen sofort, dass sich 6 mal nicht ausgeht, weil hinten die Zahl hier zu groß ist und hier zu klein für 6 mal. Also ist es logisch, dass es sich nur 5 mal ausgehen kann. Okay? Das heißt, wir nehmen 5 und rechnen wieder zurück und schauen, ob es stimmt. 5 mal 3 ist 15 und 0 ist 15, bleibt uns 1. 5 mal 2 ist 10 und 1 ist 11 und 0 ist 11, bleibt 1. 5 mal 1 ist 5 und 1 ist 6 und 0 ist 6. 0 Rest. Freut uns, 0 Rest kommt heraus, das heißt, wir sind fertig mit der Division. 2,025 passt auch mit dem Überschlag überein, könnte stimmen, wird stimmen, überprüfen wir aber im nächsten Video gleich anschließend mit Hilfe der Probe, ob unser Ergebnis richtig ist. Ich zeige euch, wie man die Probe der Division rechnet und danach heißt es dann wieder, alles klar.